Und hier bei unserem 30 Jahre Burgenland heute Countdown geht es mittlerweile dahin. Wir sind im Jahr 1999 angekommen und ein Jahr vor der Jahrtausendwende hört man immer wieder ein besonderes Kürzel. Y2K. Alle haben Angst vor dem Totalzusammenbruch der Computersysteme aufgrund der Umstellung auf das Jahr 2000. Bekannterweise bleibt diese Katastrophe ja dann aus. Außerdem kommt das Bombenhirn Franz Fuchs vor Gericht und wird zu lebenslanger Haft verurteilt. Das Hauptthema 1999 ist aber ein anderes. Sie erinnern sich, die totale Sonnenfinsternis über Österreich. In Bad Tatzmannsdorf müssen die Sonnenfinsternis-Fans am Morgen noch um ein gutes Wetter bangen. Wir haben extra vom Planetarium haben wir so Exkursionen mitgemacht. Und glauben Sie, wird man die Sonne heute gut sehen? Wir hoffen es. Ja, einmal keine Wolken, wenn es geht. Zuerst waren wir schon froh, wenn es zum Regen aufhört. Um 11 Uhr ist der Himmel gnädig und die Wolkendecke reißt auf. Die Sonne scheint manchen schon zu stark. Kurz vor 11:30 ist es dann soweit. Kurz vor 12:30. Für das freie Auge ist der Himmel bewölkt. Mit den speziellen Schutzfolien kann man aber den Mondschatten gut sehen. Zwölf Uhr 44. Jetzt müsste in wenigen Sekunden der berühmte Diamantring erscheinen. Zwölf Uhr 49. Jetzt ist die Sonnenfinsternis vorbei. Wie hat es Ihnen gefallen? Gigantisch. Wenn man das noch einmal erlebt und die nächsten zwei Generationen nicht, ist das ein Erlebnis. Ja? Schön war's. Finster war's. War was Einmaliges. Viel zu kurz. Ja. Noch einmal. Zugabe. Stimmt. Ja, faszinierend. Wirklich faszinierend, das kann ich nur bestätigen. Vom leuchtenden Himmelsball nun zu bei jenem unserer Zeitreise durch 30 Jahre Kärnten heute bleiben wir diesmal im Jahr 2002 stehen. Für einen besonders schnellen Kärntner wurde damals der Traum vom Olympiasieg wahr und ein ganz großer Kärntner feierte seinen 90. Geburtstag mit hohem Besuch aus Asien. Eine lebenslange Freundschaft erlebt ihren Höhepunkt. Der Forscher Heinrich Harrer feiert seinen 90. Geburtstag und der Dalai Lama kommt, um zu gratulieren. Die beiden haben sich 1946 kennengelernt. Harrer war damals 7 Jahre in Tibet und lange Lehrer des Gottkönigs. In the face of people. Die Menschen hier sprechen mit den Augen, sie lachen alle. Sie sind sehr freundlich, die Ehrlichkeit ist in den Augen zu erkennen. That I very much appreciate. Damals wird noch gejubelt über den Zuschlag der Fußball-Weltmeisterschaft. Veranstaltet wird sie gemeinsam mit der Schweiz. Ein neues Stadion muss her und das wird später noch so manche Geschichte erzählen. Am 10. Februar erleben wir olympische Sportgeschichte. Mit Start Nummer 10 geht Fritz Strobel ins Rennen. Die Jagd auf das Abfahrtsgold beginnt und er gewinnt sie. Ja, es ist unvorstellbar. Es war ein super Gefühl. Ich habe eine Freude gehabt und ich habe direkt Gänsehaut gehabt, wie dann die Fahne aufgezogen worden ist. Natürlich, wenn man die Medaille umhängt, kriegt
ist unbeschreiblich und es ist eigentlich schon sehr viel wert. Mit diesen Bildern aus der Vergangenheit geht es zurück in die Gegenwart. Straßengemsen aus St. Martin, eine Salzburg-Heute-Geschichte, an die wir uns sicher noch lange erinnern werden. So wie an viele der letzten 30 Jahre. Am 2. Mai feiern wir ja Jubiläum. Heute schauen wir mit Sarah Gruber zurück ins Jahr 2013. Hochwasser und Muren sorgen für Zerstörung. Fast alle Gaue sind betroffen, der Pinzgau tagelang von der Außenwelt abgeschnitten. Zwei Menschen verlieren ihr Leben. 2013, ein Jahr der Umbrüche in der Landes- und Kommunalpolitik. Die Neuwahl nach dem Finanzskandal fegt eine ganze Landesregierung hinweg. Es endet die Ära Gabi Burgstaller. Es beginnt die Ära Schwarz-Grün. Auch bei den Salzburger Festspielen dreht sich das Personalkarussell. Alexander Pereira, der damalige Intendant, wird nicht wiederbestellt. Markus Hinterhäuser soll nachfolgen. Pereiras eigenmächtige Budgetverwaltung war dem Kuratorium ein Dorn im Auge. Der Fehler, den ich vielleicht gemacht habe, ist, dass ich dem Consiglio d'Amministrazione mehr hätte sagen müssen über das, was ich vorhabe. Ihr Festspieldebüt feiert hingegen die Sächsische Staatskapelle Dresden. Sie ersetzen die Berliner Philharmoniker und sind seitdem das Residenzorchester der Osterfestspiele. Sportlich gibt es Grund zu feiern. Die Ski-Weltmeisterschaften in Schladming sind der Höhepunkt der alpinen Wettkampfsaison. Marcel Hirscher holt Gold, Michi Kirchgasser Silber. Ja, ich bin so froh. Ich bin... Entschuldigung. Es ist einfach so geil. Ich bin da gestanden und mir denkt, alles noch nicht nochmal Vierte. Der SV Grödig lässt in diesem Jahr Träume wahr werden. Aufstieg in die Bundesliga und Qualifikation für die UEFA Europa League. Auch heute blicken wir in unserer Steiermark-Heute-Serie 30 Jahre in 30 Tagen zurück, diesmal ins Jahr 1998. Damals feierte Sturm seine Meisterschaft und das Grubenunglück von Lassing hielt wochenlang die Welt in Atem. Am 17. Juli kommt es in Lassing zu einer Bergwerkskatastrophe. Im Talgbergwerk werden zuerst der 24-jährige Georg Heinzel und später 10 Mitglieder einer Rettungsmannschaft verschüttet. Mehrere Gebäude stürzen ein tiefer Krater entsteht. Nach fast 10 Tagen geschieht dann das Wunder von Lassing. Georg Heinzel wird lebend geborgen, der ORF berichtet live. Es ist alles gut gegangen. Georg Heinzel ist draußen. Für die anderen verschütteten Bergleute gibt es aber keine Hoffnung mehr. Frank Stronach kauft sich das Autocluster Herzstück. Der gebürtige Steirer gliedert die Steyr Daimler Buch AG in seinen Magna-Konzern ein. In Albersdorf bei Gleisdorf entsteht ein Pressteilwerk und in Lannach wird ein neues Komponentenwerk von Magna gebaut. In der Kaserne Straß treten die ersten Soldatinnen beim österreichischen Bundesheer ihren Dienst an. Ich arbeite gerne mit Menschen zusammen und bin gerne in der freien Natur. Das ist jetzt ein zusätzlicher Anreiz, also ein total neuer Beruf und deswegen habe ich mich dazu entschlossen. Insgesamt kommen im April 1998 4 Rekrutinnen aus der Steiermark. Erstmals in der Clubgeschichte wird Sturm Graz österreichischer Fußballmeister. Das ist ein Verdienst von der ganzen Mannschaft und dann ist auch kein Problem für einen einzelnen Spieler rauszukommen. Aber ganz wichtig ist, dass die ganze Mannschaft war diese, was hat da die Titel nach Graz gebracht hat. Eine große Meisterschaftsfeier gibt es auf dem Grazer Hauptplatz. Jahre Tirol heute in 30 Tagen, da sind wir heute im Jahr 1999 angelangt und das war ein wirkliches Katastrophenjahr, auch für die Tirol heute Redaktion. Das Leben vieler Familien im Land hat sich da tragisch verändert. Zunächst war da mal das Unglück beim Bergisel nach dem Ernst-Dyle-Contest. 5 junge Menschen sind damals gestorben, Dutzende Jugendliche wurden zum Teil schwer verletzt. Und dann im Februar die Lawinenkatastrophe von Galtür mit am Schluss fast 40 Todesopfern. Wir erinnern an diese schlimmen Katastrophen aus diesem Jahr.
Landeck, heute früh im Morgengrauen. 250 Soldaten, Bergretter und Alpin-Gendarmen erhalten endlich den Marschbefehl. Die ersten Hubschrauber können Richtung Galtür starten. Nonstop werden den ganzen Vormittag Helfer, Medikamente und 12 Ärzte in den Unglücksort geflogen. Und das trotz widriger Flugbedingungen. Den Hilfsmannschaften bietet sich ein Bild der Verwüstung. Meterhoch ist die Lawine ins Ortszentrum vorgedrungen. Zwischen Mauerresten, Dutzenden Autowracks und Holztrümmern sondieren die Helfer den betonharten Schnee. Sie hoffen mit Schaufeln und Suchhunden noch Überlebende zu finden. Mit äußerster Vorsicht wird der einzig vorhandene Kleinbagger eingesetzt. Im Lauf des Tages wird die traurige Bilanz immer klarer. 16 Tote hat das Lawinenunglück gefordert. 15 Menschen bleiben bis zum Abend vermisst. 10 Verletzte werden von den Hubschraubern ausgeflogen und in das Krankenhaus Zams bzw. in die Klinik Innsbruck geflogen. Circa 1000 Urlauber hoffen auf die Luftbrücke, doch nur 400 schaffen es tatsächlich, den Ort per Hubschrauber zu verlassen. Bei ihrer Ankunft in Landeck steht ihnen die Anstrengung ins Gesicht geschrieben. Wir waren an die Kirche und ich habe zwei Skifahrräder nach unten gesehen und ich habe gedacht, was machen sie jetzt? Und dann habe ich gesagt, oh nee, was ist das? Und dann war es ganz dunkel, ich hatte ihn nicht mehr gesehen, ich hatte sie nicht mehr gesehen. Panik. Am Nachmittag trifft Hilfe aus dem Ausland ein. 10 amerikanische Hubschrauber des Typs Black Hawk landen am Innsbrucker Flughafen. Sie können je 11 Menschen ausfliegen. Ebenso eilen Hubschrauber der deutschen Polizei und Bundeswehr zu Hilfe. Sie können schwere Geräte und Fahrzeuge transportieren. Ihr Einsatz muss aber wegen Schlechtwetter auf morgen verschoben werden. Beinahe zur selben Zeit ereignet sich bei Galtür das nächste Lawinenunglück. Gegen 16 Uhr werden 3 Häuser verschüttet, Suchmannschaften befreien ein Kind aus den Schneemassen, eine Frau kann nur noch tot geborgen werden, weitere 8 Menschen bleiben bis jetzt vermisst. Das Bergiselstadion in der Nacht auf heute Sonntag. Die Megaparty ist vorbei, es herrscht Stille, auf Hochtouren laufen nur die Stromgeneratoren. Hier beim Westausgang hat die Polizei alles abgeriegelt. Vor Ort befinden sich die Untersuchungskommission, U-Richter und Staatsanwalt. Wie konnte es zu diesem folgenschweren Unglück in der Tiroler Landeshauptstadt kommen? Viele Fragen, wenige Antworten. Fest steht, Dutzende Jugendliche werden gegen diesen Zaun gequetscht und stürzen über den Abhang. Mindestens 4 Menschen sind auf der Stelle tot. Es ist so gewesen, dass am Ende der Veranstaltung bei diesem Abgang da drüben die Menschenmasse oder in der Menschenmasse jemand zu Sturz gekommen sein muss oder wie auch immer. Tatsache ist, dass da eine große Menge am Boden gelegen ist, die sich gegenseitig verdeckt hat und von hinten die anderen Mengen nachgedrückt haben. Die Verletzten sind binnen einer Stunde vor Ort erst versorgt und werden in die Klinik und in Krankenhäuser eingeliefert. Verletzte werden versorgt, Angehörige und Freunde warten. Viele sind verzweifelt. Viele wissen nicht, ob ihr Kind, ihr Bruder oder die Freundin unter den Verletzten oder gar unter den Toten sind. Und viele kommen selbst direkt aus dem Chaos am Bergisel. Und dass man sich irgendwie konzentriert, dass man nur atmen kann. Dass man schaut, dass man irgendwie sich in Abstand hält, dass man nur atmen kann. Aber es ist bei vielen nicht mehr gegangen. Weil die Masse draufgeflogen ist und dann hat keiner mehr Luft gekriegt. Schüttelt einfach jeder auf. Der andere hat sich angestützt, der andere hat gezogen. Ist gegangen. Bis nach Schlauch geworden sind, dann einfach stehen geblieben sind. Das ist eine Blödheit für die Leute. Oder? Und neben mir eine, die hat einen Fuß gebrochen gehabt, die andere hat gesagt, ich bin schwanger und jeder ist draufgestiegen und jeder hat leider geschrien und dann auf einmal hat jemand geschrien und dann auf einmal hast du gesehen, die Augen zu und hat der nicht mehr geschrien, weil er ohnmächtig geworden ist. Und bis da irgendwer durchgekommen ist,
Um Mitternacht, 2,5 Stunden nach dem Unglück, sind noch immer nicht alle Verletzten und Toten identifiziert. Für viele der R1-Style-Fans steht aber eines fest. So schnell werden wir nicht mehr auf so ein Festival gehen mit so viel Leid. 30 Jahre Tirol heute. Nicht immer ist einem da zum Feiern zumute. Aber es gibt auch gute Nachrichten und eine ganz besondere davon in diesen 30 Jahren werden wir Ihnen morgen hier zeigen. Das war's. Schönen Abend. Liebe Lustenauer, ihr und das Thema Volksabstimmung, das hatten wir doch schon mal. In unserem Archiv schlummerte ein Beitrag über die Volksabstimmung Blauer Platz. Da werden Erinnerungen an das Jahr 1998 wach. Und genau an dieses Jahr hat Mario Reiter auch wunderschöne Erinnerungen. Schönen guten Abend hier aus Rankweil. Sie hören es, Sie sehen es, die Stimmung ist riesengroß. Und jetzt ist der Mario Reiter wieder in jene Rolle hineingeschlüpft, in der er in Nagano diese Goldmedaille geholt hat. Mario, heute dieser Empfang, wie geht's dir so im Moment? Ja, es ist ganz komisch. Ich bin sogar ein bisschen nervös, also was ich normal beim Skifahren nicht bin, aber... Das ist sehr schön, wenn man so Gefühle spürt und das ist so ähnlich, wie es denn auch bei der Preisverteilung oder bei der Preisverleihung war bei der Olympiade. Das ist doch etwas ergreifend. Und das ist ein Moment, den man, glaube ich, mit nichts vergleichen kann. Schau mal ganz genau hin. Bisschen Wasser in den Augen gehabt? Gab es da einen Wind oder so? Oder? Nein, das Wasser, das ist Gott sei Dank erst hinter der Bühne gekommen. Der kreativste Koch des Jahres. Der heißt nämlich Heino Huber, so haben die Fachleute des Gomio entschieden. Am Wochenende gab es die Auszeichnung samt Galadiné. Der gekonnte Mix von heimischer und mediterraner Küche ist heute mehr gefragt denn je. Die Konkurrenz ist entsprechend groß. Man, dass es so früh in meiner Karriere passiert, das erstaunt mich schon etwas. Aber irgendwie natürlich habe ich schon ein bisschen damit spekuliert, ja. Noch etwas aus dem Raritätenkabinett, Stichwort Volksabstimmung in Lustenau über den Kirchplatz. Da wurde heute ja noch fest an der Fertigstellung des 23 Millionen Schilling teuren Blauen Platzes gearbeitet. Aber eines ist trotz Volksabstimmung sicher, der Platz wird so fertiggestellt und er wird auch so bleiben. Trotzdem sind am Sonntag 12.500 Lustenauer aufgerufen, über die Umgestaltung des Kirchplatzes abzustimmen. Es besteht außerdem Wahlpflicht. Wir berichten dann in Radio Vorarlberg und auch in Österreich heute um 19 Uhr. Also, die Lustenauer wissen, wie es geht. Gestern Abend ereignete sich beim Kraftwerk Freudenau das schwerste Schiffsunglück, das je bei uns geschah. Gegen dieses Tor kracht gestern Abend das Schubschiff Dumbia. An Bord sind 9 Männer. Rund 100 Meter stromabwärts werden die Reste der Dumbia ans Ufer gespült. Die Rettungsmannschaften versuchen, das Wrack zu sichern. Nach einigen Metern versinkt das Wrack vollständig. Die Schifffahrtsbehörde versucht mit Hilfe der ORF-Fernsehbilder den genauen Ort des Untergangs festzustellen. Die Bergung des Wracks dauert Monate. 8 Seeleute waren ums Leben gekommen. In den nächsten Wochen dürfte in der Wiener Politik eine absolute Premiere am Programm stehen, nämlich Koalitionsverhandlungen. Der große Verlierer der Wahl ist die SPÖ. Sie bekam gestern 39,2% der abgegebenen Stimmen. Naja, schwere Schlappe für die Sozialistische Partei. Was ich sicher nicht machen werde, ist als Parteivorsitzender zurückzutreten. Gerade in dieser Situation laufe ich sicher nicht davon, sondern wir haben ganz andere Aufgabe. Offensive Aufgaben der Veränderung und Erneuerung der Wiener Partei. Die Mutter der misshandelten Maria hat heute ein Geständnis abgelegt. Die Hauptverdächtigte gibt damit zu, Maria in diese Kiste eingesperrt zu haben. Nach wie vor jedoch behauptet sie, nicht gewusst zu haben, dass sie ihrer Tochter damit Qualen bereitet hat. Die Adoptivmutter wird zu 5 Jahren Haft verurteilt. Der Gewinner im Europacup, der Cupsieger, heißt leider Paris Saint-Germain. Gestern Abend hat Rapid im Brüsseler Heyselstadion das Europapokalfinale der Pokalsieger gegen die Franzosen von Paris Saint-Germain 0:1 verloren. Rapidler gibt nie auf.